Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Steelbook Unboxing, diesmal von Dragon Ball Z Resurrection F. Ja, mein erster Film von Dragon Ball in einer Steelbook Edition. Oh, das freut mich aber. Das ist so ein geiles Gefühl. Nee, richtig geil. Freut mich, dass sowas auch mal im Steelbook kommt. Aber schauen wir doch erstmal die J-Karte an. Freezer is back. Ja, da hätten wir hier den Inhalt, um was es in diesem Film geht. Ein Meisterwerk des Originalautors Akira Toriyama. Und die Fortsetzung von Kampf der Götter für alle Dragon Ball Fans ein Muss. Ja, Kampf der Götter, glaube ich, gibt es auch noch im Steelbook. Genau. Hier noch ein paar Bildchen. Und 94 Minuten geht der Film. Ton ist DTS HD Master 5.1. Und dann hätten wir hier noch ein bisschen extra Sachen. Interview mit Produzent. Dragon Ball Z. Ja. Okay, dann schauen wir uns mal das Steelbook an. Wird jetzt nichts extra Besonderes sein. Ja. Bisschen glänzend gemacht, aber nicht Hochglanz. Aber ja, cooles Logo. Logo von Son Goku mit seinem blauen Härchen. Gehen wir mal zum Bein. Dragon Ball Z Resurrection F hätten wir da. Und dann oben das Logo von Katze. Na, die auch die DVDs machen. Und dann hätten wir im Hintergrund oder Backartwork Freezer in Gold, auf jeden Fall sehr geil, schaut das aus. Nee, muss schon sagen, gefällt mir. Das gefällt mir. Oh ja, sieht schon cool aus. Da braucht es auch keine Prägung oder so. Das muss einfach nur toll auszusehen haben, die Figuren. So, da hätten wir hier die Blu-ray Disc. Und die DVD. Aber ein Innendruck in Farbe mit Vegeta drin. Sieht natürlich auch sehr geil aus. Ja, das war es eigentlich von dem Innendruck. Nee, aber das freut mich. Kampf der Götter werde ich mir natürlich auch noch besorgen. Und den Film von Broly, der letztes Jahr im Kino kam, habe ich auch. Da habe ich sogar eine Collectors Edition, aber ich weiß nicht, ob ich die unboxen soll, weil es halt kein Steelbook ist. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich das auch mal unboxen soll. Und ja, dann soll es das gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder. Bis dahin sage ich, bleibt dran. Bis dann, euer Steffo. Ciao, ciao.